Moin moin und herzlich willkommen zu einem in Anführungszeichen neuen Projekt auf meinem Kanal. Und zwar spielen wir FIFA 14 Ultimate Team und zwar den FIFA Fußball Weltmeisterschaftsmodus 2014. Die meisten von euch werden es sicherlich mitbekommen haben. Mit etwas Verzögerung hat EA Sports ein kleines Update zum sehr beliebten Ultimate Team Modus herausgegeben. Extra zur Fußball-Weltmeisterschaft 2014 in Brasilien und diesen werde ich mir in diesem kleinen Projekt, ich weiß nicht, wie lange es gehen wird, ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, wie genau der Turnierablauf vonstatten gehen wird. Ich habe mich relativ wenig darüber informiert, wie das alles ablaufen wird. Das Einzige, was ich weiß, es funktioniert im Prinzip wie der stinknormale Ultimate-Team-Modus, den sich ja auch viele von euch in den Kommentaren immer wieder mal gewünscht haben, dass ich das mal machen soll. Und euer Wunsch ist mir Befehl. Endlich, mit etwas Verzögerung, spiele ich endlich mal den Ultimate-Team-Modus. Und das dann gleich mit diesem kleinen Special. Ihr seht schon, ich habe noch nicht angefangen. Wir werden gleich unser Starter-Pack, unser Starter-Set erhalten. Mal schauen, wen wir so alles ziehen werden. Soweit ich weiß, hat EA Sports auch versprochen, dass alle die Neuanfang irgendwie noch 4 Gratis-Packs dazu bekommen. Ich weiß nicht, ob das inzwischen draußen ist, das werden wir gleich sehen. Und wie gesagt, ich habe auch keine Ahnung, wie der Turniermodus vonstatten gehen wird. Das werden wir alles erfahren. Und ich wollte eigentlich noch etwas vorab sagen, habe ich aber allerdings glatt vergessen. Deswegen würde ich sagen, gehen wir direkt rein in den FIFA Fußball-Weltmeisterschaft 2014 Ultimate Team Modus. Ihr könnt auch gerne in den Kommentaren schreiben, was ihr davon haltet. Ich weiß noch nicht, wie oft ich dieses Ultimate Team Let's Play in der Woche bringen werde. Ich vermute erstmal jeden zweiten Tag. Natürlich auch auf Kosten des Karrieremodus. Ich kann mir auch sehr gut vorstellen, dass während der WM, es ist ja nicht mehr lange hin, nicht mal 2 Wochen, dann geht es los in Brasilien. Ich könnte mir gut vorstellen, dass während der WM diese Ultimate Team Matches häufiger kommen und dafür halt auch mal ein Karrieremodus-Part dafür weichen wird. Könnt ihr gerne eure Meinung zu in den Kommentaren lassen. Aber jetzt starten wir erstmal und wir können unser Land wählen, das wir unterstützen möchten. Und natürlich nehmen wir Deutschland. FIFA WM Siege 3, Endrundenteilnahmen 18, Weltrangliste 2. Diese FIFA Weltrangliste ist allerdings auch ein bisschen komisch. Portugal ist Dritter. Das ist ja mal interessant. Wer hat denn das ausgesucht? Ich meine, das ist doch völlig unrealistisch. Wieso ist Portugal in der Weltrangliste Dritter, aber nicht als Gruppenkopf gesetzt? So spielen der Weltranglisten Zweite und Dritte in einer Gruppe. Finde ich ein bisschen unfair, aber wie gesagt, diese FIFA-Weltrangliste sollte man einen feuchten Furz drauf geben. Wir wählen natürlich Deutschland. Du unterstützt nun Deutschland. Das mache ich schon mein Leben lang, liebes Spiel. Möchtest du dieses Land wirklich unterstützen? Du kannst deine Auswahl später nicht mehr ändern. Das ist mal eine Drohung. Aber natürlich bleiben wir bei Deutschland, bei wem auch sonst. Und wir kriegen jetzt unser Starterpack. Mal gucken, wen wir so ziehen. Oh, noch gar keinen. Ach, und da ist unser Starterteam. Und es ist ein bisschen etwas Neues bezüglich der Teamchemie. Denn im normalen Ultimate-Team-Modus ist das ja so, dass entscheidend sind die Nationalität, die ist auch hier von großer Bedeutung. Allerdings fällt es weg, von welchem Verein und dadurch auch in welcher Liga ein Spieler spielt. Das hat er oder spielt beim normalen Ultimate-Team einen großen Einfluss auf die Chemie. Hier im FIFA 14 WM-Special-Modus gibt es nur 2 Dinge, die die Chemie beeinflussen. Natürlich die Nationalität und zum anderen die Konföderation, sprich der Kontinent, wo dieser Spieler spielt. Beim Aufbau einer Mannschaft beeinflussen nur Konföderation und Nationalität die Chemie. Da steht es nochmal. WM-Spielobjekte können nur im FIFA 14 Fußball-Weltmeisterschaft 2014 Spielmodus von FIFA Ultimate Team verwendet werden. Sprich, wir können die Spieler, die wir hier ziehen, nicht verkaufen. Und wir können gleichzeitig auch Spieler nicht kaufen. Es gibt keinen Transfermarkt oder ähnliches. Wir müssen mit den Spielern zurechtkommen, die wir alle ziehen. Finde Spieler und Trainer, bei denen Konföderation und Nationalität übereinstimmen, um richtig starke Mannschaften aufzubauen.
Ich habe ehrlich gesagt noch keine Ahnung, mit was für ein Team wir hier spielen werden. Ob ich mir ein europäisches Team, ein afrikanisches, ein südamerikanisches Team aufbauen werde, würde jetzt stark darauf ankommen, was wir für Spieler hier gezogen haben. So einen richtigen Star sehe ich allerdings hier noch nicht. Aber okay, gehen wir jetzt mal weiter und gucken unser Team an. Wir haben einen Deutschen. Heiko Westermann. Ernsthaft, Leute. Und ihr seht, es können auch ein paar Spieler dabei sein, die gar nicht im Weltmeisterschaftskader dabei sind. Wie eben zum Beispiel Heiko Westermann. Wir haben zwar einen Deutschen, aber den schlechtesten von allen, den wir hätten ziehen können, den haben wir gezogen. Heiko Westermann. Okay, aber gucken wir erstmal, was wir hier so haben. Ist das Paul Pogba? Tatsächlich, da haben wir schon mal einen richtig guten Sechser. Den Franzosen Paul Pogba. Warum spielt er im linken Mittelfeld? Was soll das denn? Luc de Jong erkenne ich hier. Der Mann von Borussia Mönchengladbach, der ja letzte Saison, beziehungsweise noch die aktuell laufende Saison, an Newcastle United ausgeliehen war. Aber die Kaufoption wird von den Engländern nicht gezogen. Ben Khalifa, Schweizer Nationalspieler, der ehemalige Wolfsburger, der hat sich nicht wirklich hat durchsetzen können dort. Wer ist er hier? Ah, Christian Noboa. Ich glaube, der spielt bei Rubin Kazan in Russland. Ecuadorianer müsstest du sein, oder? Ja, aus Ecuador, ein Südamerikaner. Und ihr seht schon, bei der Teamchemie, es sind wirklich nur zwei Dinge entscheidend, die Nationalität. Spielen zwei Spieler der gleichen Nationalität nebeneinander, gibt es eine grüne Chemie. Spielen zwei Spieler vom gleichen Kontinent nebeneinander, gibt es eine orangene Chemie. Und mehr muss man eigentlich auch schon nicht dabei beachten. Wen haben wir denn hier noch? Das müsste Schirkow, genau, Juri Schirkow sein. Der hatte ja vor einigen Jahren bei der EM 2008 war es, glaube ich, wo Russland überraschend ins Halbfinale kam. Da hatte er überragend aufgespielt. Damals dann noch zum FC Chelsea gewechselt. Aber in Europa nie so richtig Fuß gefasst. Ist das hier Forster? Ne, wer ist denn das? David Eddy, Ghana, sagt mir gar nichts. Und es gibt sogar Spieler mit einer 58er Bewertung. Von den Honduras, Wilmar Crisanto. Und ein Japaner haben wir auch dabei. Yuichi Komano, Jahrgang 81. Der sieht aber schon mal ein bisschen älter aus. Oder die Waldfee. Noch ein Mann von den Honduras, Alexander Lopez. Ich glaube, die Spieler, die können wir schon mal alle entfernen. Und ihr seht schon, schnell verkaufen bringt nichts. Es bringt halt gar nichts. Es bringt null Münzen. Deswegen entfernen wir einfach mal die Spieler, die wir auf jeden Fall nicht brauchen werden, schon mal aus dem Team. Crisanto werden wir nicht verwenden. Auch Eddie, denke ich, ist eher uninteressant. Ich werde erstmal versuchen, ein europäisches Team aufzubauen. John Ukowukwu-Ugu. Das ist schon voll der krasse Name, Alter. Aber die brauchen wir, glaube ich, auch nicht. Der Japaner hier ist auch uninteressant. Schmeißen wir erstmal raus. Auf der Bank haben wir auch schon ein paar Leute. Zum Beispiel Heiko Westermann. Den möchte ich sofort in die Startelf schmeißen. Und wer ist er hier? Ist das Rofia? Ach nee, Michael Andrew ist das. Die französische Nummer 3 müsste er sein. Ist nicht unbedingt der beste Keeper, aber mit einer 78er ganz ordentlich bewertet. Dann haben wir noch Romaric von der Elfenbeinküste, John Utaka aus Nigeria, Mladen Petric, der ehemalige HSVer und ehemalige West Ham Stürmer. Schmeißen wir erstmal mit rein, mit einer 77er Bewertung. Dann haben wir hier Christodoulopoulos, Alter, ey, was hast du denn für einen komplizierten Namen, kauf dir einen neuen. Dann haben wir noch Brad Gusen von Aston Villa. Der amerikanische Nationaltorwart, gar nicht schlecht. Dann Ski ebenfalls von den USA. Aber wir müssen erstmal ein paar Spieler hier entfernen. Mit dem möchte ich auf jeden Fall nicht arbeiten. Felix Bäucher. Ist das Felix Bäucher? Tatsächlich. Der hat auch mal in der Bundesliga gespielt bei Mainz 05. Die kennen wir jetzt so gut aus dem FIFA 14 Karrieremodus Let's Play. Wer es noch nicht gesehen hat, kann sich das auch gerne auf meinem Kanal anschauen. Dann haben wir hier noch Yepes, den Kolumbianer. Mit Tempo 34, das ist ja mal überragend. Ach, entfernen wir auch erstmal. Ich hoffe, wir bekommen gleich ein paar Gratis-Sets. Dann haben wir Ibrahim Afellay, den ehemaligen Schalker.
Den können wir natürlich erstmal ins linke Mittelfeld schmeißen, auch wenn es eigentlich ein linker Angreifer ist. Ja, die Hälfte des Teams steht schon mal mehr oder weniger. So, Busan tun wir erstmal hier hin. Branja. Sagt mir überhaupt nichts in Argentinien. Werden wir auch erstmal aus der Mannschaft entfernen. Wie gesagt, die Spieler zu verkaufen bringt gar nichts. Am besten, sie können ja im Kader einfach so bleiben, denn sie tun dort ja niemandem etwas. Von daher, einfach aus der Mannschaft entfernen und gut ist. Aber so richtig zufrieden bin ich natürlich noch nicht. Haben wir noch einen anderen Trainer vielleicht zur Auswahl? Erstmal aus Mannschaft entfernen. Hinzufügen. Ne, wir haben momentan nur den japanischen Nationaltrainer Zaccheroni. Ist das nicht sogar ein Brasilianer? Bin gerade etwas überfragt. Natürlich können wir auch erstmal unser System festlegen, aber da werde ich erstmal warten, was wir eventuell noch für Spieler ziehen. Können wir sonst noch irgendwas machen? Sieht momentan nicht so aus. Gehen wir erstmal weiter. Und dann sind wir auch schon im Hauptmenü. Wenn es irgendwie funktioniert, ich weiß nicht, ob es funktioniert, würde ich auch sehr gerne gegen euch hier im FIFA 14 WM-Modus, Ultimate Team WM-Modus spielen. Zuweisen der Trikots. Ich glaube, da haben wir jetzt automatisch, genau, da haben wir automatisch die deutschen Trikots, da wir uns entschieden haben, Deutschland zu unterstützen. Hier ist unsere Turniergesamtstatistik, okay. Hier können wir nochmal unsere Mannschaft austauschen, wie es aussieht, in Ordnung. So viele Möglichkeiten haben wir gar nicht. Wir haben nur die Möglichkeiten Einzelspielerturnier und Online-Turnier. Ich schätze mal, Einzelspielerturnier ist gegen den Computer und Online-Turnier natürlich gegen andere menschliche Spieler. Dann würde ich sagen, gehen wir mal in den Shop. FIFA Points können wir uns hier hinzufügen. Und was ist das hier? Das ist gar nichts, das ist einfach nur das Logo. Dann gucken wir mal uns die Sets an. FIFA WM 2014 Shop bei FIFA 14 WM 2014 Ultimate Team enthalten käuflich erworbene Sets ein gratis FUT Goldset sowie eine Mischung aus WM-Spielern, Verbrauchs- und Vereinsobjekten. Das gratis Goldset findet sich im FUT Shop unter meine Sets. Das ist auch noch eine kleine Neuerung. Für jedes Set, das wir hier im WM-Modus kaufen, kriegen wir noch ein gratis Set im normalen Ultimate-Modus, Ultimate-Team-Modus dazu. In Sets enthaltene WM-Spieler und Vereinsobjekte können nicht getauscht werden und haben keinen Schnellverkaufswert, haben wir schon mitbekommen. Verbrauchsobjekte und andere Nicht-WM-Objekte funktionieren wie gehabt, sowohl im WM-Modus von FUT als auch im regulären FIFA Ultimate Team. Sehr gut zu wissen. Sprich, alle Vertragsobjekte, Fitnessobjekte, die wir im normalen Spiel auch haben, stehen uns auch hier zur Verfügung. Allerdings scheint es so, als hätten wir hier noch keine Gratis-Sets wie versprochen. Aber ich habe ja ein bisschen vorgesorgt, ich habe mir ein bisschen im normalen FUT noch ein paar Münzen erspielt, insgesamt 15.000. Sprich, wir können uns immerhin noch 3 Sets dazu kaufen. Vielleicht kriegen wir noch was Vernünftiges hinzu. Verwende Münzen, ich glaube, das ist nichts Neues. Das ist alles ganz normal, wie im stinknormalen FIFA Ultimate Team. Und wir ziehen unser erstes Set und finden Gemaili. Mit einer 77er Bewertung, der Schweizer. Okay, dann haben wir Saborio, Costa Rica, naja, Kingston, Barrera, der Mexikaner, ehemals auch bei West Ham United unter Vertrag, Rukavica von Mainz 05, den wir ja während des Let's Plays auch verkauft haben, und Granat. Da beißt man auf Granat. Wie ihr schon guckt, der russische Blick nach vorne gerichtet. Dann noch Spielerverträge, Fitness, das Übliche. Erstmal müssen wir das gratis Goldset noch einlösen natürlich. Das werde ich dann natürlich im stinknormalen Ultimate Team Modus noch öffnen. Wir haben noch einen Spieler Chemiestil, den Guardian dazu bekommen. Ich würde sagen, alles in den Verein. Jetzt leider kein Oberhammer mit dabei. Na, leider haben wir anfangs kein Top-Spieler wie Wayne Rooney oder Neymar oder Messi oder Ronaldo und wie sie alle heißen. Die müssen wir uns eventuell erstmal verdienen und natürlich auch mit viel Pack-Luck, mit viel Losglück uns erzielen. Oh, nun ein 70er. Achso, war nicht der stärkste, ich dachte schon. Beckerman mit den Rasterzöpfen. Interessante Frisur, ein weiterer Amerikaner. Talavera,
Vermeer, der holländische Keeper, Toselli, chilenischer Torwart, Leandro Damaio, der ist Nationalspieler Brasiliens, interessant. Und wir haben ein paar neue Manager dazu bekommen, das finde ich ganz gut. Einen europäischen, das ist vor allem gut. Und auch einen südamerikanischen. Fitness, Knie, Verletzung, Ballsicherheit, das brauchen wir alles nicht. Aber das Gratis-Set löse ich natürlich auch ein. Ja, und Leute, ihr seht schon, wir werden mit einem relativ No-Name-Team, würde ich jetzt nicht sagen, aber mit einer Mannschaft beginnen, die nicht allzu viel Glamour hat, sage ich mal. Den Rest senden wir natürlich wieder alles an den Verein. Und dann haben wir nur noch 5200 Münzen, aber es reicht immerhin noch, um ein Set zu öffnen. Vielleicht noch einen guten Spieler jetzt dabei, um den man vielleicht ein Team drumherum aufbauen kann. Also bis jetzt bin ich eher ein bisschen enttäuscht von der Ausbeute, die wir hier so haben. Samaras. Noch ein Grieche. Der soll übrigens in Real Life mit dem HSV in Verbindung stehen. Ein Mann, von dem ich gar nichts halte. Von Celtic Glasgow. Mit der Technik eines Elefanten ausgestattet. Chavez, Honduras. Tempo 85, so gar nicht so schlecht. Und einen weiteren Nigerianer mit Emenike. Zudem noch Stefanovic von Bosnien, Niko Kovac als Trainer und Del Bosque, der spanische Nationalcoach. Ein paar Fitness-Vertragsobjekte und Rukavica haben wir sogar doppelt. Sieh mal einer an. Erstmal lösen wir hier noch dieses Gratis-Set ein. Den können wir ja dann theoretisch in den Verein schnell verkaufen mit dem anderen. Macht ja keinen Unterschied. Und den Rest schicken wir auch alles wieder in den Verein. Gut, Leute. Dann gucken wir nochmal unser Team eben an. Und ich würde sagen, ich baue mir noch eben schnell ein Team zusammen. Und das war's dann auch schon mit dem ersten Part hier von Let's Play. Ich weiß gar nicht, wie ich das Projekt nennen soll. Let's Play FIFA 14 Ultimate Team WM Modus oder so. Werde ich mir noch was einfallen lassen. So, am liebsten würde ich mir ja natürlich ein europäisches Team bauen. Wir haben natürlich auch sehr viele Männer aus Nigeria jetzt schon am Start. Wen haben wir denn so alles noch? Von den Topspielern vor allem. Emenike haben wir dann noch. Aber ansonsten haben wir nicht so viele Afrikaner. Ne, ich glaube, da muss ich mir schon wirklich ein europäisches Team erstmal bauen. Samaras kommt dann erstmal noch mit rein, leider Gottes. Romaric erstmal hier auf die Bank. Den Schweizer Ben Khalifa können wir mal auf die Ersatzbank holen. Warum nicht? Wow, warum leckt das denn gerade so momentan? Ein bisschen, keine Ahnung. Samaras schmeißen wir mal dahin. So. Ach, und ich sehe gerade, wir haben ja schon eine grüne Verbindung zwischen De Jong und Afellay. Interessant. So, wen haben wir denn noch so? Ah, wir können hier auch sortieren nach Europa. Sehr gut. Da gucken wir mal, wen wir so alles noch haben. So viele sind das nämlich gar nicht mehr. Jemaili. Der kommt natürlich dann für Noboa rein. Da kriegen wir, glaube ich, nicht mal eine Elf zusammen, oder? Vermeer als Ersatztorwart. Da haben wir noch Granat aus Russland und Stefanovic. Das war's dann auch schon. Wir haben keinen Rechtsverteidiger. Da bekommen wir doch fast ein Team zusammen. Uns fehlt nur ein Rechtsverteidiger. Stefanovic kommt dahin. Dann haben wir hier Jemaili, Pogba. Das möchte ich mal mit Verlaub sagen. Unser Star des Teams, Paul Pogba aus Frankreich von Juventus Turin. Im Zentralmittelfeld neben Jemaili, Petric, De Jong, Stefanovic. Ich weiß gar nicht, wo der spielt. Jahrgang 90, Miroslav Stefanovic. Wahrscheinlich irgendwo in der Serie A wahrscheinlich, oder? Deswegen kenne ich ihn auch nicht. So, dann haben wir hier Vermeer als Ersatzkeeper. Noboa lassen wir auch mal mit drauf. Dann haben wir noch ihn hier. Christodoulopoulos Dungs, Bums, Bums, Bums. Holla, holla, holla. Romaric, Utaka für ein mögliches Afrika-Team. Wir brauchen erstmal einen Rechtsverteidiger. Haben wir da überhaupt welche? Verteidiger, Rechtsverteidiger. Wow, da haben wir natürlich eine Top-Auswahl. Kumano oder Crisanto. Dann wählen wir erstmal den Japaner aus.
ja ein bisschen grimmig daher guckt. Nützt ja alles nichts. Unsere Chemie ist erstmal auf 86 und unsere Teambewertung nur auf 72. Aber da fehlen noch zwei Leute auf der Bank, vielleicht auch deswegen. Wen haben wir denn noch so zur Auswahl? Vor allem im Sturm sind wir ganz gut eigentlich. Und wir haben auch sehr viele Torhüter, die wir nicht gebrauchen können. Dann müssen wir wohl Jeppes erstmal mit auf die Bank nehmen, damit wir zumindest einen Verteidiger noch haben. Und Emil Nieke möchte ich auf jeden Fall auch erstmal hier in die Reserve schmeißen. Tempo 81 ist auch gar nicht so verkehrt. So, ich bin auch gespannt, wie viel Geld oder ob wir überhaupt Münzen bekommen, wenn wir ein Spiel gewinnen. Und wie überhaupt der Modus hier im WM-Modus zum Ultimate Team funktionieren wird. Eddie können wir vielleicht noch holen. Rukavica. Tempo 91 hat er, der Mainzer Jung. Komm, dann schmeißt mir Eddie noch mit auf die Bank. Haben wir noch einen weiteren Afrikaner. Und zack ist unsere Teambewertung schon mal auf 75. Wir können noch mal eben unseren Manager austauschen. Denn da haben wir mittlerweile was Europäisches dazu bekommen. Zwei Griechen haben wir auf der Bank. Ich würde sagen, Niko Kovac nehmen wir mal. Und zack ist die Teamchemie auf 95. Das ist doch für den Anfang ganz gut. Er kennt auch den Mladen Petric natürlich ganz gut. Haben auch noch zusammen in der Bundesliga, nicht zusammen, aber haben in der Bundesliga auch noch, also nicht zusammen in einer Mannschaft, aber halt in der Liga zusammen gespielt, das wollte ich sagen. Okay, das sieht für den Anfang noch gar nicht so schlecht aus, würde ich sagen. Gut Leute, das war's dann auch schon mit dem ersten Part von Let's Play FIFA 14 Ultimate Team WM Special Modus. Wie gesagt, ich weiß nicht, wie häufig dieses Projekt kommen wird, vermutlich erstmal jeden zweiten Tag. Und wenn die Fußball-Weltmeisterschaft in Brasilien läuft, höchstwahrscheinlich ein bisschen häufiger, worunter dann der Karrieremodus aber ein bisschen leiden wird. Aber wenn ihr wollt, dass dieser Modus und sagt, dieser Modus interessiert uns gar nicht, wir wollen lieber den Karrieremodus weiter sehen oder das krasse Gegenteil, zeigt bitte nur diesen FIFA 14 Ultimate Team WM Special Modus. Dann schreibt eure Meinung auf jeden Fall in die Kommentare. Ich werde es mir gründlich durchlesen und zu Herzen nehmen. So wollte ich sagen. In dem Sinne erstmal vielen Dank fürs Zuschauen und hoffentlich bis zum nächsten Mal beim ersten Online-Match. Ich bin sehr gespannt, wie der Online-Turniermodus funktionieren wird. Ich hoffe, ihr seid mit dabei. Bis dahin, macht's gut und ciao, ciao, euer Killer.